Hallihallo, willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir sind hier im Gefängnis, haben uns einschleusen lassen, beziehungsweise haben uns da reinbegeben mit Knarre und schon waren wir eingebuchtet. Sollen jetzt hier den Überlebenden aus dem Stadion finden, Raul Lionzo. Dann gucken wir mal. Scannen wir die doch alle mal. Weiter komme ich nach rechts, komme ich mit der Kamera nicht. So, du bist es auch nicht. Du bist auch nicht Raul. Was ist mit dir? Nein, auch nicht. Na, die Wachen muss ich mir wohl nicht scannen. Okay. Eieiei, was für ein Volk hier. Niemand, niemand. Na, okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Grub Leichen unter seinem Haus. Was können wir denn hier hacken? Planänderung. Unser Gefangenentransport schlug fehl. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für euch tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar. Hallo. Ah. Da ist er doch. Wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet oh mir! Oh Mann, mir halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Nein, Anwalt. Nicht. Nachdem wir mit dir Was fertig habt ihr sind. Vor? Ich gehe nicht mit zur Korruption. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Erreichen sind also, Überlebenden im Untergeschoss. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Um Gottes Willen. Jetzt zum Aufzug, oder was? So. Gehen wir mal schnell hier rein. Fahr, fahr, fahr und geh zu. Jawohl. Das war knapp. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es war kein Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden reingelegt. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr. Ich sag euch, was ich weiß. Ich schwöre. Bitte, Mann, ich schwöre. Und dein Kumpel? Was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Wo muss ich jetzt hier lang? Ich weiß es doch nicht. Die haben ihn. Vielleicht ist er tot. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Noch mal. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. So. Aber du hast gut eingesammelt. Oder? Los, gib endlich auf. Ja, nee, ist klar. Schalten Sie die korrupten Wärter aus. Wie soll das denn funktionieren? Willst du wirklich im Leichensack nach Hause fahren? Ich hab keine Waffen. Wie soll das funktionieren? Ich gehe lieber nochmal zurück. Versuche auf die Kamera zu schalten. Ich schau mir das mal an. Wir sind natürlich jetzt alle in Deckung. Naja, sprengen war jetzt übertrieben. Ich dachte, ich könnte die tatsächlich da irgendwie platt machen. Ach, die sind jetzt in höchster Alarmbereitschaft. Wie soll ich denn da reinkommen? Geht doch gar nicht.
Könnt ihr euch nicht selber sprengen? Leider nicht. Willst du dich hier für immer verstecken? Ja, da werde ich da wohl mal rein müssen, wa? Wow, da steht schon direkt einer. Ja, der wird uns abknallen. Klare Sache. Soll ich denn an dem vorbeikommen? Da ist der. So. Ja, hm. Okay. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Waffe. Los, gib endlich auf, Mann. Die gucken natürlich auch zur Tür hier rüber. Das ist doch scheiße. Wenn die sich mal umdrehen würden. Da ist der. Noch kannst halt du dich entscheiden. Lass sie nicht aus den Augen. Da schießt er. Köpfe runter. Solle. Wo bleibt die Verstärkung? So, du bist Danny, auch platt. Ich brauche Verstärkung jetzt. Genug Waffen hätten wir dann jetzt schon mal hier. Schüsse, Schüsse, die Entdeckung. Perfekter Mist. Seht euch vor. Lad nach. So, noch zwei. Dann kommt mal her. Wo bleibt die Verstärkung? So, zwei Schüsse pro Person sollte doch reichen. Na komm, Kopf hoch. Oh Gott, ich bin als einziger übrig. Komm, komm, komm. Komm ruhig. Komm. So. Nein. Rennen. Wow, 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 weg. Weg, 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 weg. Wie kommt man denn gegen den Typen an, ey? Geht ja gar nicht. Leisten wir uns weiterhin ein Tänzchen. Ist die vielleicht besser? Ich kenne mich doch mit Waffen nicht aus, Junge. Ich
Weg hier. Wo ist er? Da. Weg, 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 weg. Schön nachladen, Aiden, sonst wird das hier nichts. So. Kann man irgendwie erkennen, ob man da Schaden anrichtet oder nicht? Er sagt oft genug, oh fuck, aber pff. Nützt es nicht irgendwas? So. Scheint ja tatsächlich geholfen zu haben. So. Du hast das nicht gedacht. Fuck. Nachladen. Fuck. Wow, da habe ich mich mal richtig dumm angestellt, ey. So, komm, bleib jetzt erstmal hier. Wow, 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 wow. So, dele. Jetzt sind wir zumindest schon mal ein bisschen geheilt. Komm, steck die Waffe mal weg. Komm mal aus der Deckung raus. So. Einsammeln. Entriegeln und raus hier. Gottes Namen. Hilfe! Irgendjemand! Ruhig. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, sind dran. Tja, jetzt müssen wir hier wohl rauskommen. Verlassen Sie das Gefängnis. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Okay, was war das für ein Päckchen? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Was hat Jordi da wieder vorbereitet für uns? Ah, okay. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Da kommen wir nicht raus. Na okay, wir müssen hier wohl irgendwie rauskommen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt und lasst bitte eine Bewertung da. Ich würde mich freuen. Ciao.